Heute zeige ich euch meine Olympia SM2, zu der ich schon mal ein kurzes Video gemacht habe. Vorab, woran erkennt man, dass das eine Olympia SM2 ist und nicht eine Olympia SM1 oder 3? Eine Olympia SM1 sieht optisch ganz anders aus und eine Olympia SM3 hat hier noch einen Tabulator, ansonsten sieht sie eigentlich gleich aus. Diese Schreibmaschine war die erste in meiner Sammlung und ich habe sie im Januar 2020 bekommen. Gesehen habe ich sie auf eBay, sie war zu verschenken, was mich eigentlich bis heute noch wundert, denn wenn man sich sie genau anschaut, ist sie komplett neu. Die Olympia SM2 Modelle wurden von 1950 bis 1961 in Wilhelmshaven gebaut. Bei der Olympia Schreibmaschine steht das immer auf der Rückseite. Diese Maschine kommt aus dem Jahr 1956. Das erkennt man an der Seriennummer an der ersten Ziffer. Eine 1 steht für 1950, eine 2 für 1951, eine 3 für 1952 und so weiter. In diesem Fall steht auf der Seriennummer eine 7, das heißt, sie wurde im Jahr 1956 produziert. Die Seriennummern befinden sich bei dem SM2 und SM3 Modell immer auf der Unterseite. Hier. Als ich sie bekommen habe, habe ich nichts dran gemacht. Ich habe sie nicht einmal geölt, weil ich finde, es ist einfach zu schade, mit ihr zu schreiben, wenn sie in einem solchen guten Zustand ist. Von innen sieht die Maschine sehr gut aus. Aber auch von unten ist sie sehr gepflegt. Schreiben tut sie natürlich auch sehr gut. Den Rand kann man wie bei jeder anderen Schreibmaschine hinten einstellen. Was beim Schreiben gerade wahrscheinlich aufgefallen ist, es gibt bei der Olympia SM2 keine 0, sondern man muss ein großes O schreiben. Die Olympia SM1 Modelle hatten sogar gar keine 1, dafür hat man ein kleines L geschrieben. Wie man sieht, schreibt diese Schreibmaschine sehr genau, die Typen sind auch alle sehr sauber. Die Olympia SM2 Modelle hatten leider keinen Typenentwirrer, das heißt, wenn sich zwei Typen verhaken, kann man nicht einfach den Randlöser drücken und die Typen fallen zurück, sondern man muss die Typen von Hand nach hinten drücken. Dafür hatten die SM Modelle aber alle einen individuellen Federeinsteller, das heißt, man kann für sich einstellen, wie stark man die Taste drücken muss und wie schnell sie dann zurückkommen soll. Das war's mit diesem Video. Wenn ich noch mehr zu den Maschinen erzählen soll, lasst es mich in den Kommentaren wissen.